Also wer das kann mitsingen, das haben wir nicht im Text, in die Texte, dann gibt es Texte, gibt es, oh, aber... So, Tibi, magst du ausstellen, bitte? Krishna Chaitana Devam Shri Radha Krishna Badam Sahagana Lalita Shri Visakham Vitamscha Mukham Karoti Vachalam Bangum Langayate Giri Yatripada Maham Vande Shri Guru Dina Darinam Jnana Pratayite Simati Paramatvaiti Swami Nasi Rupine Sharanagata Bhaktopai Suda Bhakti Vitaine Visuda Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Namo Mahavandanaya Krishna Prema Pratayite Krishnaya Krishna Chaitana Namne Gorodvise Namaha Namo go brahmanaya divayo go brahmanahitaya cha chakatitaya krishnaya govindayo namo namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadasi I don't know.
Da können wir heute die rosaroten Zetteln auch auspacken, glaube ich, oder? Und ein paar Schummi-Zetteln auch mit, zusätzlich. Aber da braucht man dann immer die Leute, die Lieder teilweise kennen. Sonst funktioniert es nicht. Aber jetzt ein sehr einfaches, sehr schönes, weil es da gleich als nächstes kommt. Du brauchst keinen Text. Shravanam Kirtanam. Pati Raghava Raja Ram.
Ram, 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 Sita Ram, Ram, Sita Ram, 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 Sita Ram, Ram, Sita Ram, 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 Sita Ram, 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 Sita Ram, 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 Sita Ram, Ram, Sita Ram, Sita Ram. Radha Krishna. Wir besingen dieses heilige Land von Sri Vrindavan. Jayo Radha Madhava. Zuerst in Sanskrit, dann in Deutsch und dann noch einmal in Sanskrit. Madhava, Jai Kunja Bihari.
sei dir, o Radha Madhava, der du dich erfreust. Thank you.
darf euch eine tolle Geschichte, die mich schon viele Jahre begleitet, zu dem Thema Kraft der Mantren erzählen. Verzeiht es mir die mich schon viele Jahrzehnte kennen, die kennen die Geschichte sicher. Aber die ist so gut, dass man es einfach nicht weggehen kann. Und zwar, die Macht der Namen Gottes. Mantras sind mystische Silben oder Namen Gottes, die ständig wiederholt werden. Es sind nicht irgendwelche Namen oder Silben, sondern ganz bestimmte transzendentale Klangschwingungen, die eine sehr starke Wirkung auf uns Menschen haben und uns umzuwandeln vermögen. Jedes Wort übt eine bestimmte Wirkung auf den Menschen aus. Manche Worte eine positive, andere wieder eine negative. Die besonders starke Wirkung der Mantras wandelt den Menschen völlig um, erhebt ihn auf eine höhere geistige Ebene und führt ihn zur Gotteserfahrung. Wer die Wirkung von Worten bezweifelt, dem sei folgende Begebenheit erzählt. Der große indische Heilige Ramakrishna sprach vor vielen Zuhörern lange Zeit über den heiligen Namen Gottes und dessen Macht. Als er geendet hatte, meldete sich ein Professor zu Wort. Was soll denn ein Wort für eine Wirkung haben? Es ist ja nur eine akustische Schwingung. Wie könnte mir also der Name Gottes helfen? Die Wissenschaft kann Ihnen beweisen, dass dies unmöglich ist. Darauf sagte Ramakrishna nach einer kurzen Pause mit ruhiger Stimme. Sie sind ein Dummkopf. Schweigen Sie lieber. Das war zu viel für den Professor und er schnellte in die Höhe, schnappte nach Luft und rief ganz entrüstet mit wütender Stimme: Sie wollen ein Heiliger sein und nennen mich in der Öffentlichkeit einen Dummkopf. Ich bin Professor und noch nie hat ein Mensch gewagt, mich so zu nennen. Und da entgegnete Ramakrishna mit ruhiger Stimme: Sie haben vorhin gerade behauptet, dass Worte keine Wirkung haben können und nun explodieren sie wegen eines einzigen Wortes. Also, wenn nur ein einziges Wort, emotionslos, nur einmal ausgesprochen, schon eine solch starke Wirkung zeigt, was glauben Sie, wie stark dann die Wirkung erst ist, wenn ein Mensch unablässig die Namen Gottes in Liebe wiederholt? Das werden wir jetzt versuchen. Immer wieder schön, die Geschichte. Immer wieder schön, das hört sich ja. Ich habe drei Geschichten heute. Ich möchte die wieder lesen. Die anderen heben wir auf. Ich möchte die wieder lesen. Hego Winda, Hego Pai. Keshava Madhava Dinataya.
jetzt warm gesungen und für ein Experiment bereit. Wenn ein Schummelzettel, wenn ein Schummelzettel. Richtig lustig und so richtig viel Zettel kreuz und quer liegen. Ein heißer Tipp. Das. Radisha. Das ist ein Lied, das ich schon sehr lange kenne. Und vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, hat es mich aufgeschmissen und auf die Schulter gehauen. Und dann habe ich viel Zeit zu Hause gehabt und dann habe ich versucht, das auch zu lernen. Da bin ich so in einen Sessel gesessen, das war der Rhythmus und das gesungen. Und heute habe ich einen ganz anderen Rhythmus und einen ganz anderen Background. Also da muss es eigentlich besser funktionieren als vor einem Jahr zu Hause. Wunderschönes Lied. Sogar mit deutscher Übersetzung, das singen wir nicht, aber zum Mitlesen. Jayo Madhava Madan Murari Radhe Shama Shama Sham. Jayo Madhava Madan Murari Radhe Shama Shama Sham. Keshava Kalimala Hari Radhe. Yeah.
Sag mir wann, ach wann wird dieser Tag sein. Wir haben heute einen Special Guest, auch, wir sind alle Special Guests, aber einen Special Guest auf der Gitarre. Und das dürfen wir natürlich jetzt nicht verabsäumen, die liebe Gandavika singen zu lassen. Ich krieg jetzt ein Mikrofon. Ja, nach den vielen schönen Bhajans ist natürlich die Frage, was wollen wir jetzt sehen? Sind alle nett und schön. Vielleicht fangen wir mit dem da mal an. Vielleicht möchte sie die Teil ist eh ganz was Einfaches. Nichts Neues. Ich singe den ganzen Mantra, so wie er da steht, durch und dann wiederholen wir es und ihr werdet die Melodie ziemlich schnell auch drauf haben. Die ist ziemlich einfach und dann können wir es natürlich auch alle gemeinsam singen oder im Wechselgesang, wie es euch gefällt. Vielleicht noch. Ja, danke Ramanrete für die Einladung. Ich freue mich. Jetzt mal wieder mal zusammen singen. Danke, Udova, für deine Begleitung. So, ich gehe mal davon aus, dass es wahr wird. Thank you.
Thank you.
Danke. Mein Elternhaus kam und mich dort unter dem Christbaum saß mit dem Harmonium und keiner war da. Die waren irgendwo anders dann erst gekommen. Die Familie ist mit dieser Melodie eingefallen. Und das sollte eigentlich noch funktionieren. Unterm Christbaum. Mehr gibt's nicht, das sind nur die. Mit Stimme aber, please. Also du mit Stimme und Mikrofon. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Krishna, 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 Krishna.
Thank you.
Shrimati Radharani. Es ist viel Text für jemanden, der nicht, nicht eingeschworen ist. Wir singen aber dann, wo wir keinen Text brauchen. Genau, so eine singen wir dann. Aber jetzt, jetzt mal eines. Kannst du das irgendwo hinlegen, wo es gut ist für dich? Ja. Das ist ein Bridge-Basis-Song, also ein Lied aus der Umgebung von Vrindavan und aus der Sicht von den Gopis. Eine Gopi verherrlicht Shrimati Radharani. Gibt es auch eine schöne Übersetzung? Aber jetzt singen wir mal das Lied. Alukun min Radha, mere Alukun min Radha. Alukun min Radha, mere Alukun min Radha. Alukun min Radha, mere Alukun min Radha. Radha Namaki, Maine Ratna Lagai, Radha.
Das ist jetzt ohne Text, also Text ja wohl, aber Text einfach aus dem Herzen und nicht vom Liederzettel. Wir bleiben bei Sri Radhe und gehen dann zum Mahamantra über und was sie halt einfach dann für wunderschöne Namen Gottes Herz versucht, es einfach nachzusehen. Hey, Madhava. Hey, Radhika.
Abschlusslied war oder ob noch eines kommt. Das müssen wir uns jetzt überlegen, oder? Ich bedanke mich für eure Gemeinschaft. Sehr inspirierend. So wie ich in die Einladung geschrieben habe, sogar große Seelen sagen, ich habe nicht die Kraft, allein zu singen. Ich kann schon singen, aber es ist einfach viel inspirierender, wenn du sozusagen einen Tropfen rausgibst ins Meer und das Meer, die Welle des Heiligen Namens kehrt zurück in einer Wucht, die sehr inspirierend ist. Ich glaube, wir müssen schon noch eines. Wir wollen da noch eines singen. Ich hätte auch gerne was gesungen, wo wir alle halbwegs ohne Text mitsingen können. Also das Chanting the Name of the Lord. Chanting the Name of the Lord, yes. Chanting the Name of the Lord, genau. Das ist eine Ansage. Das ist gut. Chanting the Name of the Lord. Im Prinzip immer der Refrain Chanting the Name of the Lord und dann verschiedene. Los, komm mal. Achso. Aber this is not difficult for you, because just different names of the Lord. I thought some special pattern. I ask and we should. Von meiner Dinge. Und dann gibt es mal den zweiten Teil, der geht dann einfach chanting the names of the Lord. Der zweite Teil. Govinda jai jai Govinda jai jai Govinda jai jai Govinda jai jai.
alle zusammen. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Sindhu Bhaeva Chapa Dhanam Parana Koro Vaishnavi.